Der heutige Podcast wird gesponsert von TropicByte. TropicByte ist ein Unternehmen, das für sehr wenig Geld sehr leistungsstarke Server und Webspace vermietet. Dabei überzeugt TropicByte mit schnellem Support und viel Leistung für wenig Geld. Zudem können Server auch nach Wunsch des Kunden konfiguriert werden. Bei den Webservern wird sogar Plesk mitgeliefert. Dadurch ist es sehr einfach, Webseiten und E-Mails mit der eigenen Domain zu erstellen und zu bearbeiten. Wichtige Programme wie Java oder Screen sind schon vorinstalliert. Zudem punktet TropicByte auch mit seinen selbstprogrammierten Systemen. Nutze den Link in der Podcast-Beschreibung, gib den Creator-Code DennyCroft während des Bestellvorgangs an und bekomme 5% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. So, ich begrüße euch zur ersten Folge des Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Falls ich wundere, warum so ein leises Brummen im Hintergrund ist, das ist mein PC. Ich habe aktuell noch leider kein so gutes Mikrofon, dass ich das rausfiltern könnte. Ich spiele auch währenddessen, bin ich gerade auf Pixel drauf, fliege ein bisschen in der Lobby rum. Und das wäre mein erstes Thema, Ranked Player, denn ich habe mir jetzt tatsächlich einen Rang gekauft. Und über dieses Thema möchte ich heute mal ein bisschen mit euch reden. Und ja, falls ihr so klackern hört, das ist natürlich meine Tastatur, die ist eigentlich auch nicht laut, aber halt mein Mikrofon muss so überempfindlich sein, damit ihr überhaupt was hören könnt. Und ja, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in eine Runde, ich glaube Capital Wool rein. Und ja, also an sich finde ich Ränge auf Servern sinnlos, muss ich ehrlich gesagt sagen. Denn die paar Rechte, die ich teilweise für 80, 100 Euro oder 20 Euro im Monat bekomme, lohnt sich meiner Meinung nach tatsächlich gar nicht dafür Geld auszugeben. Bei Pixel muss ich sagen, ist es ein bisschen anders. Und an der Stelle gehen auch Grüße raus an Server, die für ihre Ränge nicht 50 Euro verlangen für den billigsten Rang. Und das finde ich eigentlich auch ganz richtig so, weil ich meine, ich kann es ja selber von meiner Erfahrung aus sagen. Ich krieg nicht so viel Taschengeld. Ich könnte mir sowas gar nicht leisten. Also ich könnte, glaube ich, niemals irgendwie mir so einen Rang kaufen für 20 Euro im Monat. Man sollte ja eigentlich nicht über Geld sprechen, aber ich krieg im Monat 10 Euro Taschengeld. So. Und von diesen 10 Euro geht nochmal Geld drauf für Serverkosten, weil ich auch dabei bin, so ein kleines Netzwerk aufzubauen mir. Schade, ich bin runtergeflogen. Und allein davon gehen schon 6 Euro drauf. Und Flat wird zum Glück von meinen Admins bezahlt. Wenn ich die auch noch selbst bezahlen müsste, wäre ich halt richtig. Und ja, ich meine, du kriegst an sich gar nicht viel. Also ich krieg an sich gar nicht viel Geld. Das stört mich so ein bisschen dran. Ich meine, wir können jetzt gleich mal auf einen Server, den ich auf jeden Fall nicht weiterempfehlen kann, mal kurz die Preise angucken. Denn da sind die Preise, so wie ich sie noch in Erinnerung habe, enormst hoch für nichts. Und tatsächlich sind eigentlich Minecraft-Ränge sind an sich ein Kampf mit den Minecraft-AGBs. Den kenne ich mir auch selber aus, die habe ich mir durchgelesen. Und zwar nicht nur einmal, sondern auch drei, vier Mal bestimmt schon. Und da steht ja eigentlich drin, Minecraft will auf Servern kein Pay-to-Win haben. Was man aber teilweise bei manchen Servern das Gefühl hat, die sagen so, ja, du kannst zwar auch so spielen, aber wenn du jetzt hier 80 Euro ausgibst und dir einen Rang kaufst, dann hast du diese coolen Features und diese und das und das und das. Und da rede ich jetzt nicht von Enjoy Me, was zwar eigentlich auch schon wieder heißt, so, ey, wenn du kein Geld ausgibst, dann kommt kein Mensch in deine Runden rein, wenn es dumm läuft. Allein, darüber rede ich mal nicht. Das sind noch Sachen, wo ich so sage, okay, akzeptiere ich das natürlich. Ich verstehe diese Grundidee. Ein Netzwerk muss sich finanzieren. Nehmen wir Hypixel, die haben, ich kann natürlich nicht genau sagen, wie viel Serverkosten die haben, aber ich würde mal sagen, die haben schon vielleicht so 500 Euro Server, also bei Hypixel sind ja Dollar Serverkosten im Monat, wenn nicht noch mehr. Zudem ist Hypixel ja auch der einzigste Server, soweit ich es weiß zumindest, der seine
die Mitglieder bezahlt. Also bekommen Supporter, bekommen ein kleines monatliches Einkommen. Dafür als Dankeschön, dass sie quasi auch Verpixel supporten. Und irgendwoher muss diese Gelder auch kommen. Man kann theoretisch, könnte man machen, ja, wenn du keinen Rang hast, dann wird alle 2 Minuten steht bei dir im Chat irgendeine Werbung drin. Keine Ahnung, Best Server oder Sponsored by bliblablub, keine Ahnung. Und es wäre ja auch blöd, also es nervt mich allein schon auf irgendwelchen City-Build-Server, wo dann alle 3 Minuten kommen, ey, ich habe heute Shop an, das sind mir allein schon auf den Sack. Und wenn ich mir jetzt noch vorstellen müsste, nicht wundern, ich bin teilweise ein bisschen lost. Und so ist gleich übrigens runtergenockt. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich bin gerade ein kleines bisschen lost. Egal. Ich rede mal weiter. Und wenn es dann quasi. Also, wir kehren jetzt übrigens, by the way, zurück zu dem Thema Ränge für Geld. Also, ja. Und ich werde gleich mal auf Griefer Games Website gehen und mir mal da euch die Preise vorlesen, was da so ein Rang kostet, was man da eigentlich komplett nicht bekommt. So, genau, ich war bei Herpixel und Ränge, genau. Weil irgendwoher muss das Geld auch kommen. Und so Werbung in Runden, das geht, das nervt. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass es wirklich so wäre und ich dann dafür, keine Ahnung, Join bekomme, weiß ich nicht. Ich akzeptiere es in einem gewissen Maß Werbung. Aber für einen Dolmy sich einen Werbespot anzugucken, Und deswegen verstehe ich die Idee hinter Servern, das zu machen. Auch meine kleine Discord-Community, die ich mir bis jetzt aufgebaut hat, die hatte bis vor kurzem auch einen Rangshop. Wir haben zwar an sich keine Serverkosten, aber meine Discord-Server sind ja an sich kostenlos, aber natürlich wollen wir auch, ging es darum, Website hosten. Wie hosten wir unsere Webseite ohne ein Einkommen? Wir haben jetzt einfach die aktuelle Webseite ist gehostet bei Wix, glaube ich, war es. Ja, Wix. Und das ist natürlich keine Option. Denn diese Wix-Banner oben dran erstellt dir deine eigene Webseite. Ich hätte nichts dagegen, wenn man diese anpassen könnte und halt ein gewisser fester Teil bleiben muss. Weil ich habe nichts dagegen, quasi so reinzuschreiben, sponsored by Wix. Das stört mich nicht. Aber was mich dann stört, ist, wenn dann mir irgendjemand, wenn da oben steht, erstellt deine eigene Website mit Wix. Wix ist eine Website. Cool, oh Mann, ich bin gestorben. Nicht unnötig. Und das ist das, was mich halt so ein bisschen stört. Und auch unsere Domain, die inzwischen nicht mehr aktiv ist, das ist bei einem Free-Hoster gehostet, der halt .ga, .ml Domains for free für 12 Monate hostete, weil das halt ein Special-Angebot ist mit den dort ansässigen Regierungen. Und die ging schon nach einer Woche, ging diese Domain nicht mehr. Und deswegen, ja, ich verstehe Ränge kaufen. Ich kann das komplett nachvollziehen, dass sich Netzwerke auch in irgendeiner Weise finanzieren müssen. Geht mir genauso. Und ich sag eigentlich die ganze Zeit und schon wieder. Und es ist halt, ja, aber ich finde, dann sollten Preise für Ränge auch angemessen sein, den Preis anpassend sein. Und nicht irgendwie so. Wir gehen jetzt mal ganz kurz auf griefergames.net, was glaube ich? Net. So, griefergames. Nein, wo war das? Ach, wahrscheinlich Shop. Shop.griefergames. Ne. Griefergames. Shop, allein schon dieser Name finde ich komplett scheiße. Es würde mich aber ganz kurz interessieren, weil mal, wo kann ich. Es gibt hier keinen Ring. Doch, da Shop. Achso, Store, okay. Also. Wenn ich mich bei Ränge gucke, der billigste Rang. Fängt bei einem Premium an, Rang an für 10 Tage. Wenn wir jetzt in Richtung Lifetime gehen, fängt es bei 25 Euro an. Das finde ich schon.
für einen Lifetime-Rang. Ich guck mir mal an, was kann der alles? Du kannst, hast eigentlich das Premium-Rang, du hast einen hellblauen Namen, du kannst dich mit Slash Nick umbenennen. Oha, ich kann mir ein Item auf den Kopf setzen. Ich habe Haustiere, ich kann farbig schreiben. Wow. Und was? 130 Euro für einen Rang. Geht's noch? Nur um dunkelroten Namen. Du kannst dir einen Kopf machen. Nur alle 7 Tage. Du bekommst einmalig 5 Serverboost. Oha. Es ist so unnötig, was du da alles bekommst für 130 Euro. Unsere Preise war das teuerste 5 Euro im Monat als Monatsabo. Also ich kann mal ganz kurz die Preise von unserem Server vorlesen. Das war 5 Euro für Holzrang. Dann, 1 Euro für Holzrang. Dann 2,50 Euro für den Kohlerang. Dann 5 Euro für den Eisenrang. So, und erst jetzt fing es an mit, du musst was kaufen. Ich nehme gerade auf, dankeschön. Ich kann es nicht passieren. Und natürlich Schwestern stören natürlich beim Aufnehmen eines Podcasts auch mal gerne. Und Junge. Ich habe schon wieder das Thema verloren. Dankeschön an der Stelle, meine Schwester. Sorry, der Podcast ist ein bisschen unstrukturiert. Vielleicht werde ich tatsächlich das Ding auch mal cutten müssen. Ich nehme das Ding einfach jetzt direkt über die Website auf. Ich habe zwar Cutting-Programme, kenne ich mit Cutting ja auch aus. Ich meine, ich bin YouTuber. Aber ich wollte halt, dass dieser Podcast mehr die Idee dieses Podcasts entspricht. Ah, genau, ich weiß wieder, wo wir waren. Und zwar einfach dieses Random, ne, ist zufällig, was halt gerade passt. Genau, und zwar, es ging darum, dann der nächste Preis. Es fing erst ab, also erst der 4. Rang war ein Monthly-Abo. Und das war für 1 Euro im Monat, hattest du schon enorm viel Rechte bekommen. Dann, es war dann der Goldrang. Dann für 2,50 Euro im Monat gab es den Diamantenrang. Dankeschön, ich glitche hier gerade. Spontan. Es ist einfach so lächerlich. Dankeschön. Und dann gab es den Emerald-Rang, womit du eigentlich schon fast uneingeschränkte Rechte auf diesem Server hattest. Und das war für 5 Euro monatlich. Und es war halt einfach nur, damit die Preise, wir haben sowieso nicht von Anfang an, wir hätten auch die Preise noch weiter runtergesetzt, wenn jetzt 63 Millionen Leute gekauft hätten. Weil die Idee einfach war nur, so Einkommen von vielleicht 10 Euro, dass wir so solide Webserver und also Website plus Domain uns halt gönnen können. Und eine Domain kostet, die E-Domain kostet im besten Falle, je nach Anbieter, von 1 Euro pro Monat mit einem komplett scheiß DNS-Management-System. Danke, Strato. Kostet nur 1 Euro. Aber du holst dir eine Domain für 8 Euro, also für 1 Euro im ersten Jahr natürlich, für 1 Euro im Jahr. Oder du holst halt eine Domain für 8 Euro im Jahr, hast halt ein gescheites Domain-Management-System, aber diese 8 Euro müssen dann auch irgendwo herkommen. Und ehrlich gesagt habe ich, auch wenn es die Idee, eine coole Community aufzubauen, alleine komplett nur von mir stammte. Und ich dann, ja, muss man gescheit ausdrücken, sonst klappt wieder irgendjemand, ich an Botting. Und zwar die Idee stammte von mir, der Name stammte auch von mir. Und kurz daran hat sich dann einfach ein Freund, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen werde, gesagt so, ey, komm, coole Idee, lass es zusammen machen. Ich erstelle einen Server, ich nenne mich auch genauso. Und Admin R ist inzwischen leider komplett inaktiv geworden. Wo ich sagen muss, finde ich ein bisschen schade, weil ja, das dementsprechend aktiv ist dann auch der Server, wenn der Owner nicht aktiv ist. Ich bin leider, muss ich sagen, auch inaktiv geworden in letzter Zeit. Also einfach nur, weil mir dieser Server vom Design her nicht gefällt. Das heißt, ich muss den kompletten Server bestimmt. Ich guck mal jetzt nach. Ich muss insgesamt 36 Textkanäle, 32 Sprachkanäle und 66 Rollen neu machen, neu einstellen mit Permissions und all dem Ganzen, ja. Und während ich es einstelle, werde ich eigentlich auch nicht weiter motiviert, denn
in dieser Zeit, wir hatten Mitglieder, die es sind jetzt auch schon ein paar Mitglieder runter. Wir hatten, Spitze waren 60 Mitglieder, inzwischen haben wir nur noch 50. Und es ist dieses, ich würde gerne was machen, aber ich weiß, dass mich das, meine restlich verbleibenden Mitglieder, weil wir haben ja so um die 20 Bots, ja, kurz mal checken, wir haben um die 23 Bots und aktuell noch 36 Mitglieder, sind schon wieder welche geliefert. Und es scheint mich um ein Verhältnis, ich werde Bots kicken müssen, sobald sich rausstellt, dass ich mehr, ich bin einfach lost, sobald sich einfach rausstellt, dass ich mehr Bots als Mitglieder habe. Und ich weiß nicht, wie lange ich diesen Discord-Server noch betreiben kann. Das war echt mein Favorite-Projekt, mein Hobby, kann man schon fast sagen. Also es stecken bestimmt über 20, 30 Stunden Arbeit in diesem Server drin. Und der ist auf sämtlichen Discord-Server-List-Webseiten gelistet. Er ist, ja, ich habe gefühlt eigentlich alles getan, damit dieser Server aktive Mitglieder bekommt. Nur, also sie wurden halt nicht aktiv, weil wir leider auch als Serverleitung auch leider inaktiv geworden sind und immer weniger Spaß hatten. Es war dann halt vielleicht mal ganz kurz abends ein Bot draufgeschmissen, schlampig eingerichtet und fertig. Hat man dann auch gemerkt, in der Zeit, wo ich wirklich noch aktiv war, wo die Mitglieder aktiv waren und ich noch hyped war in diesem Netzwerk, also in diesem Netzwerk kann man schlecht sagen, aber an diesem Server was zu tun. Da kam Daily Updates, da wurden Daily 20 Text-Channel erstellt, richtig erstellt, Permissions richtig eingestellt. Aber inzwischen ist es so, ach komm, schnell Discord-Bot drauf geworfen und ach, der Discord-Bot braucht diese Permission, ach, dann gebe ich die dem normalen Spielerrang halt einfach. Und dabei war das eigentlich ein Kaufrang-Only-Permission. Und ja, es gibt eine Rolle, die hat aktuell weniger Rechte als die Default-Mitgliederrolle. Und sowas darf ja nicht passieren. Es ist nicht unverzeihbar für einen Discord-Server. Es macht ja komplett keinen Sinn, Ringe zu erstellen, die dann weniger Rechte haben. Da kann man es ja auch gleich lassen. Und ich meine, dementsprechend haben sich jetzt ja auch in den aktiven Userzahlen gezeigt. Ich meine, es gibt zwar von Discord nicht offiziell, aber es gibt ja spezielle Webseiten, mit denen man seinen Discord-Server durch einen Bot messen kann und dann sehen kann, oh, okay, so viele hätte ich, und um bei Discord Community zu werden, was ja eigentlich unser Ziel war, weil wir auch ein Community-Server sind, dann bei Discord in diese Community-Ding reinzukommen. Dafür hätte es an sich gereicht, in Relation, also 50, es wird halt bei dieser Webseite so ausgerechnet, du hast 50 Zuschauer, das sind deine Mindestanforderungen, die du haben musst, und die werden halt runtergebrochen auf deine aktuelle Mitgliederzahl. Und wenn die passt, dann heißt es quasi, ja, du würdest Discord-Community werden, es fehlen dir halt nur noch diese User. Und aber inzwischen heißt es, nee, er würde es nicht schaffen. Ihr hättet zero Chance drauf, in irgendeiner Weise bei Discord Community zu werden, was halt schon auch hardcore demotivierend war. Und da ich ja euch Leute kenne, es gibt safe jetzt wieder jemanden, der behauptet, ja, es ging dir doch von Anfang an nur ums Geld, du wolltest dir Discord Nitro for free abstauben. Nein, es ging mir wirklich einfach um dieses Community erschaffen, um dieses, schau mal hier, tolle Community, wir machen Aktivitäten zusammen. Und danke schön, ich werde jetzt einfach hier random gerade angerufen. Kann gerade nicht. Es ist, nehme gerade Podcast auf. Sucht mal bei so einem random Podcast einfach gestört. Schwester kommt rein. Kanalpartner ruft dich random an. Und
Ich hätte niemals damit gerechnet, dass so viel einfach jetzt in der ersten Folge passiert. Und wir halt wirklich zeigen, ja, dieser Podcast ist komplett random. Ich find's witzig. Junge, die springen durch mich rein. Und, ach genau, wir waren bei Discord-Community, jetzt weiß ich es wieder. Und es ging einfach darum, Community zu sein. Einfach, weil der Traum, wir reden jetzt mal wirklich vom Traum, den hätten wir, wenn man sich die aktuellen Sachen anguckt und auch die bisherigen Userzahlen und so, hätten wir an sich nie geschafft. Aber der Traum war ja wirklich, du hast deinen Server. Und im Server sind 6-7 Leute aktiv. GG. Sind 6-7 Leute aktiv, die einfach. Ja, die einfach chatten, die Spaß haben. Warum 6-7 Leute, einfach mache ich es gerade gesagt, keine Ahnung. Die vielleicht 200 Leute aktiv sind, die wirklich aktiv chatten, die sich unterhalten. Also, das ist die Idee hinter einer Community. Das war die Idee an diesem Server. Und das ist. Ja. Weiß nicht. Haben wir verfehlt. Finde ich ein bisschen schade. Ich werde den ganzen Server neu machen müssen. Habe ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch keinen Bock drauf, weil ich keine Ahnung habe, ob ich diese gesamte Mühe, da nochmal 10, 11 Stunden rein zu investieren. Weiß ich nicht, ob sich jetzt sowas lohnt. Und ja, gut. Aber ich meine, damit wären wir jetzt eigentlich auch schon mal durch. Mit dem ersten, mit der ersten Folge des Podcastes. Wenn euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Den entsprechenden Link findet ihr in der Videobeschreibung. Der lautet in etwa anchor.fm/thedannycraft. Der wird sich vielleicht später nochmal ändern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst doch gerne ja, eine Bewertung da. Schreibt ein paar Kommentare. Ich will wissen, wie ihr das findet. Gerne könnt ihr mich auch über Twitter mir schreiben, wie der Podcast war. Der Dannycraft YouTube habe ich ja auch schon im Trailer erwähnt. Und ja, nochmal gestorben zum Ende. Deswegen, ja. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, er hat euch wirklich gefallen. Und ja. Tschüssi.